Popcorn gegessen und dann den Film geguckt. Hi! 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 Hallo Kamera! Die läuft übrigens. Hallo schon. Kamera! Ja, ist gut. Hallo. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Guten Abend zum Foom-Special zum Film. Wir erzählen mal erstmal eine kurze Vorgeschichte. Wir sind diesmal nicht im Kino unterwegs, sondern wir sehen einen Film, den es bei uns nur auf DVD zu kriegen gibt. Und zwar ist das der 2010 in Indien gedrehte Science-Fiction-Film Endiran, The Robot, falls ihr das sehen könnt. Ich habe den Film von einem Händler namens You Wanna Buy DVD, auf Deutsch Wolle DVD kaufen, aus UK, nachdem ich auf cracked.com, einer englischen Comedy-Seite, Humorseite, einen Artikel über diesen Film gelesen habe. Und was ich dort gesehen habe an Bildern und Filmausschnitten, hat mich überzeugt, diesen Film zu kaufen. Denn diese vielleicht 5 bis 10 Minuten, die ich aus dem 3-Stunden-Epos hier gesehen habe, haben alles in den Schatten gestellt, was ich bisher an Trash-Filmen gesehen habe. Und ich habe Godzilla Final Wars geguckt. Also, ja. Wir wollen dieses Mal unser Vlog ein bisschen mit anders starten, indem wir nämlich unsere Vorerwartungen preisgeben, ja, bevor wir unser Urteil abgeben. Und deshalb bitte ich jetzt mal Martin anzufangen. Gut, ich habe von diesen, ich weiß nicht, 10 Minuten, die du davon gesehen hast, vielleicht 2 gesehen. Die waren sowas von awesome, dass ich der Meinung war, diesen Film muss ich sehen. Ich habe mir die Filmausschnitte, die er mir geschickt hatte, nicht weiter angeguckt, weil ich mir den Film nicht verderben wollte. Ich habe mir das auf meine SMS. Meine Erwartung ist, dass er Godzilla Final Wars toppen wird, aber das haben diese 2 Minuten schon geschafft, von daher, das wird spannend. Ja, wie gesagt, ich habe aufgrund eines Artikels, den ich im Internet gelesen habe, von diesem Film erfahren und ich erwarte mir eine gute 3-stündige Unterhaltung. Eine unfreiwillig komische Unterhaltung. Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil es ein Bollywood-Film ist, beziehungsweise nicht Bollywood, der wurde in einer anderen Region in Indien gedreht, aber egal. Dass vielleicht ein bisschen zu viele Gesangseinlagen drin sind und die sich ein bisschen hinziehen können, aber ich habe eine der Gesangseinlagen schon gesehen und die machen einfach keinen Sinn und es ist so wunderbar anzusehen. Also ich glaube, ihr könnt uns beiden ansehen, dass wir uns sehr auf diesen Film freuen. Vor allem das Tolle ist, der Film ist in Tamil, also in einem indischen Dialekt, ist der Ton und Untertitel sind auf Englisch. Also was nochmal sehr schön zur Befremdlichkeit dieses Filmes beitragen wird. Genau. Der Untertitel ist übrigens The Robot. Ja. In die Wand, The Robot. Glaube ich, hatte ich gesagt, oder? Nee. Hatte ich nicht gesagt. Spielt keinen Unterschied. Macht keine Rolle. Ich bin betrunken, bevor ich das erste Bier am ersten Bier genippt habe. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Film. Ja. Bis nachher. Roboter! Boom, boom, Roboter! Zoom, zoom, Roboter! Bot! Yeah. Oh nein, echt! Oh, wo sollen wir anfangen, wirklich? Ja. Vielleicht nochmal eine kleine Info zum Film. Endiran, The Robot, ist der bisher teuerste Film, der in Indien gedreht wurde. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von einem 80 Millionen Dollar Budget. Und es wirkt wie eine Folge Primeval. Irgendwie. Nur mit Robotern anstatt von Dinosauriern oder so. Und 3 Stunden lang. 3 Stunden lang. Aber das merkt man nicht, wenn man es guckt. Das merkt man absolut nicht. Echt? Oh nein, echt. Also,
soweit ich die Handlung verstanden habe, ja. Ein Wissenschaftler erschafft einen Roboter, der im weitesten fortgeschrittene Roboter der Welt ist. Er möchte diesen Roboter an die indische Armee verkaufen, dann halt damit die Welt beherrschen kann. Vermutlich, das wissen wir. Am geilsten fand ich ja die Aussage, mir geht es nicht ums Geld. Ich will ihn für die Armee. Genau, ja. Das wird allerdings verweigert, weil der Roboter nicht keine eingebaute Sperre hat, um Menschen zu töten, quasi. Also er hat keine Skrupel zu töten. Genau, keine Skrupel zu töten dann. Sogar seinen eigenen Schöpfer würde er auf Befehl töten. Daraufhin versucht der Wissenschaftler, dem Roboter Gefühle beizubringen. Der Roboter verliebt sich nun in die Freundin des Professors und daraufhin wird er eifersüchtig und wird vom Professor disassembled, also zerlegt. Auseinandergenommen, zerlegt, genau. Ich bin im Deutsch nicht so gut. Ich merke das. Wird auseinandergenommen. Ein anderer Professor, der mit Deutschen, einen gewissen Mr. Birmingham. Der merkt gedacht, die bösen Briten. Der wahrscheinlich aus Ostdeutschland kommt. Ich muss sagen, er klang sehr nach Uwe Boll. Ich hatte das Gefühl, Uwe Boll hat ihn synchronisiert. Das wäre voll witzig gewesen. Aber im ersten Moment so, Mr. Birmingham, ja, den Indern sind die Briten die Bösen. Der macht den Mund auf und spricht Deutsch. Genau. In einem Film, der wie gesagt auf Tamil ist, also und Englisch untertitelt, waren wir sehr überrascht. Aber der will den Roboter also auf dem Schwarzmarkt quasi den Terroristen verkaufen, deutsche Terroristen. Das sind die Besten. Genau, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und der Roboter allerdings aufgrund seiner Gefühle zur Freundin des Professors läuft er zum Schluss in Amok. Ja. Das ist so die grobe, ganz, ganz grobe Geschichte. Bevor er Amok läuft, baut er sich immer noch eine Armee aus sich selbst. Also, genau. Er ist nicht alleine beim Amok. Genau, genau. Und that's where hilarity ensues. Ja. Also, das ist wirklich nur die grobe Zusammenfassung. Zwischendurch ist es ein indischer Film, ist das Ganze immer wieder durchsetzt von Musical-Szenen, die teilweise so absonderlich sind. Die Freundin des Professors, Sana heißt sie, deren Hobby oder also deren unangenehmste Eigenschaft, würde ich mal so sagen, ist, dass sie gut zwei oder dreimal im Film fast vergewaltigt wird. Und daraufhin, an einer Stelle ist das so, sie entflieht mit ihrem Freund gerade einer versuchten Vergewaltigung. Schnitt, auf einmal stehen beide in Südamerika, in so einer Andenlandschaft, in einer aztekischen Ruine, der Professor, das kriege ich jetzt nicht so gut hin, steht da so vor einem Berg und ruft Kilimanjaro, obwohl sie ganz eindeutig nicht in Afrika sind. Es ist genial, aber wie gesagt, diese Szene, eine bunte, mega bunte Musical-Szene, in der er darüber singt, wie seine Freundin irgendwie ist wie eine Frucht oder so. Sie singt ja selbst, dass sie ist wie eine Frucht, genau, und von ihm gegessen werden will. Ja, also es ist weird. Kommt direkt auf eine versuchte Vergewaltigung. Bumm. Als ob das kein Thema wäre. Nach der ersten Vergewaltigung im Zug kam, glaube ich, auch eine Musikszene. Ja, irgendwie sowas in der Art ist. Und dabei wird das noch so dramatisch im Zug zumindest inszeniert. Ja. Da ist dann noch so ein Zeitlupe und den Täter nähert sich. Ne? Und dann kam Schnitt und dann war alles vergessen. Ja, genau. Tja, und eine andere Szene, das begreife ich immer noch nicht. Also, das ist zu genial einfach nur. Der Roboter hat den Namen Shitty. Das heißt nicht scheiße, nicht beschissen. Ist mit CH geschrieben. CH, also was ganz anderes. I ist ein indischer Name irgendwie oder eine Kurzform eines indischen Namens, soweit ich es verstanden habe im Film. Bitte belehrt mich nicht oder sowas, also ich will das gar nicht genau wissen eigentlich. Shitty. Shitty the Robot. Genau, Shitty the Robot. Er hat sich ja in Sana verliebt und schleicht nachts in ihr Zimmer und sieht, wie sie von einer Mücke gebissen wird. Und er verscheucht die Mücke, weckt sie dabei auf,
Sana. Sie fragt ihn, was er hier will, und er will einen Kuss von ihr haben und sie sagt, er muss erstmal was dafür tun und so. Und sie sagt, ja, du könntest zum Beispiel die Mücke finden halt, die mich gebissen hat und sowas. Er jagt, stechen, aber was egal. Genau, genau. Er jagt der Mücke hinterher, gerät, kommt dann in einen Mückenschwarm und schaltet in den Mückenmodus. Das heißt, er übersetzt jetzt die Sprache der Mücken und spricht mit denen. Und die Mücken, die sprechen auch mit ihm. Und Cholera Jasmin, die ist die Mücke. Ja, genau. Hey Ranguski, kommst du mal eben her oder sowas. Und so die sind alle so offensichtliche Computeranimationen und sowas. Aber diese Szene, die ist göttlich. Er redet mit Mücken dann darüber. Die Mücken versuchen ihn zu attackieren, bis sie merken, oh shit, er ist ein Roboter und kein Mensch. Und am Ende hat sich die Mücke bei Sana entschuldigt. Persönlich, er nimmt die Mücke auf seine Handfläche mit, zeigt sie Sana, die Mücke macht einen Knicks und sowas. Ne? Das ist Ranguski, er möchte sich entschuldigen bei dir. Und er hat ihr Herz gewonnen dann halt. Oh. Disney und Pixar machen Filme, die komplett übersprechende Insekten sind. Und das war hier einfach nur eine Szene, die danach nie wieder erwähnt wird. Genau. Bumm. Einfach zwischendurch 5 Minuten mal mit Mücken sprechen. Ja. Ja. Was war das, was danach kam? Das fand ich auch gut. Das war auch völlig absurd. Es war noch nicht die Verfolgungsjagd. Nee, dazwischen kam noch irgendwas anderes. Mhm. Ist auch egal. Es ist zu viel, also 3 Stunden ist das, geht das Zeug wirklich. Wobei, Moment mal, also genau. Erzähl mal weiter. Also. Der erste Teil des Films zieht sich relativ. Also er ist nicht langweilig, absolut nicht. Okay. Es passiert jede Menge. Aber verglichen mit der, ich sag mal, der zweiten Hälfte, ich weiß nicht, ob wirklich die Hälfte war, ist er ruhig. In dem Moment, wo dann der Roboter sein Red Chip implantiert bekommt, um böse zu sein. Und dann böse wird, da geht's erst richtig los, aber ja, sind wir schon so weit. Also 176 Minuten, nein, ich wollte eben noch was anderes erzählen, aber... Erzähl jetzt was anderes. Ja, ich hab's wieder vergessen, es ist das Problem. Ja. 176 Minuten von diesem Quark wirklich, dann... Erzähl ruhig, also... Also, der Roboter wird erstmal disassembled, wie du zerlegt. Aber aus irgendeinem Grund, er wird nicht ausgeschaltet, sondern er wird einfach auf Müllkippe geschmissen. Dort setzt er sich dann selbst zusammen und will dann zu dem Professor Bora, das ist der böse Japaner. Ich weiß nicht, ob er Japaner ist. Er sah auf jeden Fall nicht, ein bisschen japanisch. Er sah nicht aus wie ein Inder, sondern eher wie ein Asiat. Aber er hat indisch gesprochen. Ja, ist ja auch egal. Das ist, wissen wir gar nicht, ob er indisch gesprochen hat. Nee, er hat nur Englisch gesprochen. Nein, er hat auch ich habe Englisch. Ist auch völlig egal. Ja. Das ist auch egal. Jedenfalls hat er ihn dann zusammengebrochen, sich ja selbst, aber dann ist er zu ihm hin und hat von ihm eben einen neuen Körper bekommen, neue Außenverkleidung, sag ich mal, und eben diesen Red Chip. Und dann wird Chitty zu einem Batman-Bösewicht, wie du es so schön formuliert hast. Er stiehlt, er ist bei einem Juwelier und lässt sich da alle möglichen Sachen sagen. Dann fragt der Verkäufer, ja, wie wollen Sie zahlen? Kreditkarte, Bar, Check, Gun. Ja, genau. Und dann geht's los. Dann klaut er einfach alles. Vor allem so ein bisschen so Schwarzenegger-mäßig. Gun. Und das ist auch einer meiner Punkte. Ich würde liebend gerne der Terminator gegen Shitty sehen. Ja. Also, der Terminator würde verlieren. Ich meine, er hat... Ja. Rollschuhe, die perfekt auf Eisenbahnschienen in Indien passen. Genau. Er kann an der Wand laufen. Er. Während einer späteren Verfolgungsjagd surft er auf einem Polizisten über die Straße. Er kann Waffen zusammen mit Magneten. Er hat Magnetkräfte, das ist ja das Wichtigste. Er kann einen zielsuchenden Elektromagneten, mit dem er sich selbst ans Ziel ransuchen kann oder Sachen zu sich ranholen kann. Damit hat er. 20 AKs oder so zusammengetaped, die so im Halbkreis vor ihm angeordnet sind. Großen Fächer, genau. Er hält nur die äußeren beiden fest und dann drückt er über seine Magnetkräfte die Abzug und schießt einfach alles nieder. Genau. Und das ist der Moment dann so, wo mir in den Sinn kam, dieser Film ist nicht einfach nur ein indischer Actionfilm. Der Film ist alle Actionfilme der Welt in einem zusammen.
Der hat wirklich diesen riesengroßen Fächer dann. Dreht sich aber um so ein bisschen damit. Dreht sich im Kreis wild. Schießt alles nieder dann halt. Also besser könnte das Stallone auch nicht hinkriegen. Nee. Das ist vor der Waffenszene kommt diese besagte Verfolgungsjagd mit dem Polizisten, in der er aus seinem Auto rausspringt. Er fährt ein Cabrio, deswegen war das ja sehr, relativ frei beweglich. Zwei LKWs, die voll mit so einer Gasflasche in die Hand nimmt, die auf der Straße querstellt und dafür sorgt, dass die Polizeiwagen da reinknallen. Während das passiert, springt er auf einen Polizeiwagen, der zwischendurch ist, steht da in einer extrem coolen Pose auf der Motorhaube. Um ihn herum explodiert einfach alles. Das ist wirklich fast von Hollywood gewesen. Das ist ganz im Ernst jetzt. Also die Verfolgungsjagd war echt genial. Ja. Da gab es halt eine Verfolgungsjagd, die wirklich richtig toll war einfach. Und die sich auch nicht verstecken muss dann. Aber was da witzig war zum Beispiel in der Szene, einige Autos da überschlagen sich dann so. Und ein Auto hat man gesehen, wie aus der Seite dann bei dem Fahrrad hier noch ein Mensch rauskam, dann halt so weg. Also da habe ich so gedacht, so, ob in Indien noch nicht angekommen ist, dass man bei großen Action-Szenen, dass man die Leute, bevor man die Fahrzeuge durch die Luft wirft, erstmal rausnimmt aus dem Wagen. Ganz am Anfang meiner Folge gesagt, die haben auch jede Menge Motorradstaffeln dabei. Und wie gesagt, die fährt ein Cabrio. Dann umkreisen diese Motorräder die Leute da im Auto und die ganzen Polizisten auf den Motorrädern stehen mit ihr Pistolen. Piu, 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 völlig bescheuert. Völlig sinnlos. Und ein Motorrad wird auch noch durch einen Bus durchgejagt. So ein Bus. Shitty nimmt ein Motorrad und schmeißt es hinten in den Bus rein. Das Motorrad fliegt durch den ganzen Bus und vorne kommt es wieder raus. Es ist so blöd einfach. Und der Polizist, der die Beifahrerin befreien möchte, die Tür aufmacht. Lady, steigen Sie ein, los, komm. Der mit dem Motorrad. Bei 120 Sachen. Na gut, sie waren, glaube ich, ein bisschen lang. Ja, also, das war geschätzt. Ja, es ist echt. Ja. Was haben wir noch? Im Cracked-Artikel hatte ich auch noch gelesen, dass die einzelnen Szenen im Film, dass jede Szene des Films so wirkt, als ob ein blinder Schnitt zuständiger, sag ich jetzt, in den Schneideraum gewandelt wäre und die ersten zwei und die letzten drei Sekunden an der jeden Szene abgeschnitten hätte. Und tatsächlich, manche Szenen wirken auch wirklich so. Als ob da wirklich was fehlen würde, immer noch. Der Film ist auch. Er hat einen Zusammenhang. Er erzählt eine Geschichte. Aber ich glaube, sie haben einfach genommen, was sie hatten, und dazu eine Geschichte hat sich ausgedacht. Ja, echt. Und nicht andersrum. Sie haben einfach gefilmt, was cool war, dann ein paar Tanzszenen zwischendrin und das dann irgendwie in einen Zusammenhang gebracht, glaube ich. Weil der komplette Film war auch nachsynchronisiert. Ja. Wobei, das kam mir vielleicht auch nur so vor, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Ja, aber das ist ja auch bei Filmen ganz oft gang und gäbe. Ja. Herr der Ringe ist auch nachsynchronisiert zu großen Teilen. Herr der Ringe hat aber nicht so viele Massentanzszenen. Oh, wow, das wäre ein gewaltiges Improvement gewesen, wenn die Ork-Armee von Minas Tirith einfach mal angefangen hätte zu tanzen irgendwie oder sowas. Ja. Das hätte Minas Tirith, die wären total verwirrt gewesen und sowas. Die Stadt wäre nach 2 Stunden gefallen, wirklich. Pass auf, in ein paar Jahren haben wir ein Bollywood-Remake von Herr der Ringe. Oh, shit, ja. Ein Bollywood-Fantasy-Film, das fehlt mir noch jetzt genauso. Also. Transformers haben wir in diesem Film übrigens auch. Weil am Ende, wie gesagt, wir haben ja... Ganz langsam, überfordere unsere Zuschauer nicht. Wir haben ja diese... eine Liste, die irgendwann auftaucht, sind es 100 von diesen Robotern insgesamt, die sich zusammen mit ihren Magnetkräften zusammenhalten und verschiedene Formen annehmen. Zu Anfang sind es noch geometrische Muster, zum Beispiel die Kugel oder sowas. Die Kugel, dann sind es irgendwann eine Röhre, die sich in den Teppich ausrollt. Um sich vor Raketen zu ducken quasi. Also es ist nur Röhre, die sich wie ein Teppich halt so ausrollt dann so. Die Raketen fliegen da drüber. Und zu steht nämlich das Militär und schießt die blöd auf diese Roboter und trifft sich auf irgendeinem Grund nicht selbst. Ja. Dann verwandelt sich das ganze Ding in eine Schlange. Eine Schlange, deren Zunge aus 2 Robotern besteht. Die Maschinengewehre halten.
diese Schlange verschlingt komplette Autos und zerquetscht sie, spuckt sie wieder aus mit Insassen. Es ist. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, das muss einfach aus Asien kommen. Ja, echt, absolut. Weiterhin, genau. Eine Szene, die ich auch noch super toll fand, bei diesen Transformationssequenzen dann, ist wiederum, dass Shitty und seine ganzen anderen Mitroboter sich dann in einen großen, riesigen Roboter, der wirklich mehrere Stockwerke ist, hoch. Deswegen hatte ich den Transformers-Vergleich. Genau, ja. Zusammengesetzt aus diesen kleinen Robotern dann halt. Dieser Roboter lehnt sich so ganz lässig so an ein Gebäude ran, zeigt den Daumen hoch und der Daumen ist wieder ein kleiner Typ, der den Daumen hochhält. Diese Bilder sind einfach genial. Die kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf, glaube ich, dann auch. Und das ist nicht einfach nur so, dass es jetzt irgendwelche Roboter sind, die jetzt aus Metall sind oder sowas, sondern dieser Roboter ist wirklich mit Haut und Haaren halt ausgestattet. Das wird halt gemacht, damit es einfacher darzustellen ist, was weiß ich oder sowas. Aber das Problem ist... Der Roboter ist übrigens leicht übergewichtig. Ja, eben, genau. Immer so ein kleiner, leicht pummeliger Roboter, der diese absolut irren Action-Stunts durchführt. Genau, das macht auch noch einen Reiz aus. Während man beim Terminator zum Beispiel wirklich Arnie hat, richtig muskulös ist oder Stallone, eigentlich jeder Actionheld aus Amerika ist, also beziehungsweise... War. Ja. Der in amerikanischen Filmen gespielt ist, muskulös dann auch irgendwie in einer Art und Weise. Aber Shitty nicht. Shitty ist ein bisschen pummelig, hat so eine kleine Plauze, die man so sieht. Ist auch schon ein bisschen älter. Genau, ein bisschen älter und ein sehr kastenförmiges Gesicht irgendwie so. Also ein bisschen so Speck an den Wangen auch so. Das wird einfach so komisch, wirklich, wenn dann eine Armee von 100 dieser Typen dann da steht. Oh. Weil in einer Szene stehen diese Roboter da an dem Eingang und empfangen ihren Meister, also den Shitty selbst, weil er hat sich ja mehr oder weniger geklont. Mhm. Und da sieht man, dass das Statisten sind, die nicht alle dieselbe Statur haben. Ja. Also, es ist sehr auffällig gewesen, dass da teilweise Bäuche hervorgeragt haben. Und ich glaube, das Leben ist nicht komplett, solange man nicht einen Roboter gesehen hat, der aus 200 leicht übergewichtigen Indern zusammengesetzt ist, die in Lederanzügen herumstolzieren. Ja. Also die Szenen gibt es auch auf YouTube zu sehen. Die könnten wir eigentlich irgendwie drunter verlinken. Müssen wir gucken, ja. Also dieser Film ist... Er ist absolut sehenswert, wenn man sich gerne solchen Schwachsinn ansieht. Ja. Also dieser Film ist auf keinen Fall auf einem hohen Niveau, aber macht einfach irre Spaß. Wir hatten einfach einen Mordsspaß dabei, wirklich. Das ist auch unbeschreiblich. Also es mag der Kulturschock sein und dass vielleicht einige Dinge in Indien anders aufgefasst werden als hier und sowas. Und das mag ja auch alles sein. Es sind ja auch viele von diesen Wortspielen, die in dem Film vorkommen. Oh, zu Anfang war da eins, das mit dem Polizisten. Ja, cut. To cut, das ist im Englischen ja wirklich so, dass man, dass es Bestechung ist. Und dann schneidet ihm die Hand auf. Davor kam aber noch irgendwas anderes, mit Nickel, glaube ich. Da kam eine ganze Reihe von... Mit Driver, Driver? Nee, es fing mit Driver an. Ja. Da kam eine ganze Reihe von Wortspielen, weil er auf dem falschen Parken war und den Polizist angesprochen hat. Mhm. Eine ganze Reihe von... Puns, da gibt es eigentlich kein schönes, griffiges deutsches Wort für. Die aber in der englischen Übersetzung, die wir gesehen haben, schon keinen Sinn mehr gemacht haben. Und dann auf Deutsch natürlich noch weniger Sinn gemacht hätten. Ja. Und das zieht sich aber durch den ganzen Film, muss ich sagen, dass da viele... Genau, der Polizist, who's the driver? You mean, which driver? Which driver, do you mean? The taxi driver, the engine driver, the screwdriver. Und, you have to follow me to the station. Which station? The train station, the police station, the PlayStation. Also zwischendurch haben sie wirklich Englisch gesprochen, fand ich sehr lustig. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt da an der Region liegt oder sowas in Indien. Also, aber ich wollte da auch nochmal sagen, wir machen uns nicht über die kulturellen Unterschiede lustig, die jetzt vielleicht im Film porträtiert werden, sondern wir machen uns darüber lustig, was in dem Film dargestellt wird einfach, also wie der Film uns das nahe bringt einfach und vieles wirkt einfach mega befremdlich. Also diese Metalllöwen,
Metalllöwen. In einem der Musikvideos, da hat Shitty zu seinen Seiten zwei Metalllöwen, die Metallroboterlöwen, die direkt aus den Power Rangers kommen könnten. Irgendwie so billig sehen die aus. Und man sieht eindeutig, vielleicht kennt ihr dieses Bild, wie sich Leute zu Fasching oder sowas als Pferd verkleiden. Der eine hat vorne den Körper und sowas, also den Kopf und sowas, und der andere hat hinten den Rest quasi so, der hat die Arschkarte. Und so sieht das bei diesen Löwen aus. Ich glaube, bei den Löwen war das dann jeweils nur ein Mensch im Löwen auf allen Vieren. Ja. Aber ein Löwe auf allen Vieren bewegt sich nicht wie ein Mensch auf allen Vieren. Deswegen, ich meine, das waren Roboterlöwen, vielleicht bewegen die sich so, das sah einfach nur irre komisch aus. Ja. Vor allen Dingen das Lied, in dem das gemacht wurde, war relativ langweilig verglichen mit den anderen Liedern. Die übrigens auch in der Übersetzung meist keinen Sinn gemacht haben. Oh Gott, da gab es einige Sachen da wirklich in der Übersetzung. Ich muss jetzt auch rausfinden, was Boon heißt. Ja. Dieses Wort hat sich durch den Film gezogen wie nichts anderes. Aber das war zum Beispiel mit dem, was mit den Übersetzungen in den Liedern hatten. Ja, was war das? Ein Beispiel irgendwie, was so... Die See, die klatscht. Ja, die See, die klatscht. Das Meer klatscht. Die mögen vielleicht in der Originalsprache irgendwelche tiefmetaphorischen und kulturell tief verwurzelten Bedeutungen besetzen. Doch das kommt einfach schlecht rüber, wenn man nichts über Indien weiß. Nee, dann einfach ins Englische übersetzt ist und man selbst dann das Englische nochmal ins Deutsche übersetzt, dann ist einfach, die sind völlig weg. Ja. Was auch der Cracked-Artikel hat, der hatte ja wirklich diesen, der hatte den Ansatz, 5 Dinge, die man über Indien lernen kann, aus dem Film Andy Rahn quasi. Und das war sehr humoristisch, sehr ironisch und sehr übertrieben aufgezogen. Zum Beispiel, dass die Gesetze der Physik in Indien keine Bedeutung hätten, weil es in diesem Film halt so dargestellt wird. Wenn jemand gehauen wird in diesem Film, dann landet der nicht auf dem Boden, sondern der fliegt erstmal 5 Meter oder so. Das gilt auch für Autos, also wenn ein Auto gehauen wird. In dem Artikel wurde dann auch noch irgendwie drauf angespielt, und das fand ich unheimlich witzig einfach. In Indien ist eine Ohrfeige nicht einfach nur eine Beleidigung, sondern eine ökonomische Art der Fortbewegung. An economic way of travel. Ja, und so wirkt es auch in dem Film. Ja. Also wie gesagt, wenn jemand geschlagen wird, dann fliegt der erstmal 3 Meter oder sowas durch die Luft. Und man sieht wirklich, dass sie so an Seilen gezogen wurden. Sonst also bewegt sich kein Mensch, wenn er geschlagen wird. Nein, also... Es ist alles so übertrieben in dem Film, ne? Also, was man in diesem Film auch lernt, ist, dass Mercedes sehr robuste Autos baut. Genau! Weil das Cabrio von dem Professor mit V... Der Erbauer von Chitty. Der fährt ein Mercedes Cabrio. Er fährt relativ zu Anfang des Films, fährt Chitty dieses Ding voll gegen eine Wand. Das Teil ist dabei auch völlig demoliert. Schnitt, und er ist komplett heil. Der Professor, genau. Das ist dieser handsome Dude auf der Rückseite der Packung hier, der die Gitarre spielt und sowas. Und vielleicht könnt ihr es sehen, die Vorderseite scheint überhaupt nichts mit der Rückseite zu tun zu haben. 2 komplett verschiedene Filme. Und ja, ich weiß nicht, in dem Film, manchmal wirkt da einfach mal 5 verschiedene gesehen. Ja, es ist glaube ich wirklich so, dass die Inder, wenn sie einen Film machen, sich nicht entscheiden können, was für einen Film sie machen, und sich sagen, all of them. Ja, genau. Ich fand eine Szene, in einer Szene hilft Chitty mit seinem medizinischen Wissen bei einer Geburt und sowas. Und das wird so richtig cool gezeigt, einfach sowas. Die Geburt wird quasi mit seinen Ultraschallfingern oder sowas, die das alles auch noch in Farbe darstellen und sowas. Und als Computersimulation, wie sich unten das Becken weitet, dann sowas. Mit Wi-Fi wie... übrigens live ins Fernsehen übertragen. Ja, genau, ins Fernsehen. Und so als Computer-Animation und sowas mit Baby. Wie er das Kind im Bauch erstmal umdreht, 0 Tasten von außen am Bauch. Ja. Es gibt so viel zu erzählen, auf so viel ist, was mir jetzt noch dazu einfällt. Also zum Beispiel zu Anfang, wo sich Sana und der Professor trennen wollen dann. Und dann diesen Vertrag. Ja, einen Vertrag haben irgendwie für ihre Beziehung. Also nicht einen Ehevertrag, weil sie sind nicht verheiratet. Nein, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gang und gäbe ist oder so. Nee, aber ich glaube, das sollte ein Witz sein. Das war so gedacht, ja. Also. Und zack, Musical-Szene.
Ja, das ist übrigens die von der Rückseite gewesen. Ja, ja, mit dem stehen jetzt einmal in der Wüste und... Und er zwischendurch so wirklich, heute Nacht spiele ich die Gitarre mit meinem Penis, weil ich so männlich bin. Das ist einfach. Echt. Ja, ich glaube, wir könnten da ewig noch drüber erzählen. Ja, können wir auch wirklich, weil... Aber ich will ihn nicht nochmal sehen, wirklich. Ich sag so, vielleicht in einem halben Jahr wieder. Ja, also so bald auch nicht, nein, weil... Aber das ist vielleicht Silvester wieder einen Trash-Film-Abend machen. Ja. Godzilla Final Wars und den hier direkt hintereinander. Da sollten wir eigentlich eine Tradition draus machen. Ja, ja. Die Fum-Trash-Film-Nacht Silvester irgendwie. Ja. Also ein Meilenstein des Schrottfilms, wirklich. Ich kann ihn auch jedem empfehlen, der gerne Schrott guckt und ein bisschen Englisch kann. Das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Man muss wirklich nicht Englisch können dafür, glaube ich. Also weil ein großer Teil, finde ich, kommt einfach durchs Visuelle. Ja, stimmt. Aber man sollte schon halbwegs ein bisschen Englisch verstehen. Die Handlung... Können muss man es nicht, aber man sollte es halbwegs verstehen, um die Handlung nachzuvollziehen, die sehr wahr ist. Ein Wortspiel. Put that TV out. Ja. Also mach den Fernseher aus quasi. Bei uns im Deutschen kein Ding dann sowas. Ne? Aber da put the TV out. Shitty geht zum Fernseher, nimmt den Fernseher von der Wand... Schmeiß sie runter. Ich glaube, put the TV out ist auch nur die englische Übersetzung. Das macht auch noch nicht so viel Sinn. Das wird im Indischen noch deutlicher gewesen sein, wirf das Ding runter. Ja, die Sprache heißt Tamil. Tamil, ja. Keine Ahnung, was. Wie gesagt, wir wissen kein Wort über. Kein bisschen über Indien eigentlich. Und außer war mal englische Kolonie. Okay. Ja. Aber also bitte an alle Inder, die oder Indischstämmigen oder sowas, die das gucken oder sowas, entschuldigt uns dafür wirklich. Also verzeiht uns, dass wir wirklich, wenn wir jetzt irgendwas grob beleidigen, was gesagt haben oder sowas, das war nicht gemeint. Ich nicht. So. Ja. Der Film macht einfach Spaß. Der Film macht totalen Spaß, wirklich. Und wer 3 Stunden Zeit hat, sollte das. Genau, und vor allem das Tolle ist einfach, dass der wirklich auf so viel Sachen einfach scheißt. Ja. Also, der kümmert sich nicht darum, dass das physikalisch korrekt ist, dass das glaubwürdig ist. Kümmert er sich auch kein bisschen darum. Ich meine, es ist auch Nebenhandlung. Ich meine, es wird dieser Mr. Birmingham wird eingeführt als der überbösewicht Terrorist, der da mit dem Professor Birmingham. Der kriegt eine extra Rückblende. Ja, das ist die einzige Rückblende aus dem Film. Ja, ja. Und er taucht danach nie wieder auf. Er hat am Ende überhaupt keine Bedeutung. Er hat nur eben, ja, der Typ ist böse. Das ist halt eigentlich alles, was der bewirkt hat, um zu zeigen, dass der eine Professor böse ist. Ja. Also, oder die Sache zum Beispiel mit der Lautstärke. Also ja. dass er irgendwie Sana will für ihr Examen studieren. Auch ein Plotpoint, der total sinnlos war. Hätte sie ihr medizinisches Wissen irgendwie nochmal später gebrauchen können oder sowas im Film. Kein Problem. Aber nein. Sie hatte ja auch kein medizinisches Wissen. Sie hat die Prüfung ja nur bestanden, weil sie geschummelt hat. Ja, aber egal, warum mussten wir das sehen dann quasi auch, ne? Das ist eine gute Frage. Es hat überhaupt nichts gebracht. Nein. Und das ist es, was es diesen Film so herrlich macht oder sowas. Der scheißt einfach da drauf, auf das, was Hollywood so mittlerweile mehr oder weniger standardisiert hat. Es hat ein bisschen was von so einer Fernsehserie, die immer so eine Episode, eine Handlung hat, die danach nie wieder erwähnt wird, nur dass es eben 20 Episoden am Stück sind. Ja, ja. Oder sagen wir mal drei 40-minütige Episoden einer Fernsehserie hintereinander. Ich glaube, das sind mehr, weil es waren doch auch mehr Nebenhandlungen. Ja gut, okay, machen wir. Also auch 6 kommen, glaube ich, draus, schon. Aber es ist, ja, zwischendurch kam eine Einblendung Intermission. Ich weiß nicht, wo da die Intermission war, wo die Bildqualität schlechter. Ja, ja. Und das war eine Szene, wo der Roboter, glaube ich, einfach nur Dinge tut. Ja. Da gab es ja auch also eine Montage dann irgendwie, wo alle möglichen Nee, das war eine Musical-Szene, genau. Das war eine Sing- und Tanzszene. Stimmt. Die Montage. Ja. Ja. Naja, also es ist ein furchtbar unterhaltsamer Film, weil, wie gesagt, ich finde es einfach herrlich, dass der sich um einen Dreck, um viele Konventionen kümmert einfach auch und sowas. Das ist einfach wirklich erfrischend, mal zu sehen, wie sich jemand keine Gedanken drum macht, wie bescheuert das eigentlich aussieht, was er da gerade produziert hat. Also, das ist teilweise wirklich was Typisches, was so Leute wie wir drehen würden. Ja.
wenn sie das Budget hätten. Weil der Film wirkt, abgesehen von dem CGI, nicht so billig. Die Computereffekte sehen großteilig ziemlich scheiße aus, aber alles andere wirkt sehr hochwertig eigentlich. Überlegt euch mal, der Marshmallow-Mann aus den Block aus den Ghostbusters. Aus den Blockbusters? Aus den Ghostbusters. Ja, ähnlich bescheuerte Prämisse wirklich. In einem besseren Film. Also Fanboys, ihr dürft die Fackeln wieder ausmachen. Aber ähnlich hier auch. Etwas. Man sieht den Film das erste Mal und weiß nicht, was einen erwartet und sowas. Und dann wird man vollkommen umgehauen, einfach von dieser Blödheit auf dem Bildschirm. Es ist irre. Es ist irre einfach. Also versucht ihn irgendwo zu kriegen, also aus Großbritannien zu importieren. Das, wenn ihr ihn sehen wollt. Oder wenn ihr nicht ganze 3 Stunden am Stück opfern wollt, sucht bei YouTube einzelne Szenen. Ja, ja. Die sind auch für sich völlig unterhaltsam, weil der Zusammenhang ist recht künstlich. Vor einer Zeit wurde diese Szene, wo der Hai, wo ein Riesenhai ein Jumbojet aus der Luft pflückt, aus Mega Shark vs. Giant Octopus, wurde vor einer Zeit im Internet bekannt, berühmt quasi und sowas. Das ist ein Film, den man nur wegen dieser einen Szene guckt, eigentlich so. Endiran guckt man wegen 20 solcher Szenen, mindestens wirklich. Es geht schon im Menü los, wirklich, wo der Roboter zusammengesetzt wird und sowas und dann Robot! Das wird irgendwie voll verblüht. Ja, die Songs, einige von denen sind gut. Also einige finde ich lustig, dann sowas. Auch wenn sie nerven zwischendurch, ich weiß, die Handlung wirklich kein bisschen voranbringen. Aber schon 2.0. Ja. 2.0. Hat sich ein bisschen wie K.K. Rider angehört. Yeah. Ja. Habe ich nicht vergessen. Kann man auch nicht vergessen. Doch. Ich hatte versucht, ihn zu vergessen. Ja, man kann ihn nicht vergessen. Dann hatte ich letztens meinen MP3-Player auf Shuffle und dann kam es, weil es auf dem Smash Bros. Soundtrack drauf ist. Ja. Gut, ich mach die Kamera aus. Ja, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal kommt wahrscheinlich wieder ein Kinofilm, bei dem wir. Und ich wink nochmal. Martin macht jetzt aus. Tschüss.